Und wir reflektieren jetzt eigentlich auf das Jahr 1971. Das Jahr 1971, das ist der Grund, der wird gleich ersichtlich. Es sind einige hier in dieser Gruppe, die damals da schon mitgemacht haben, 1971. Und wir waren damals im zarten Alter von 21 Jahren, 23 Jahren, 24 Jahren. Unsere Kinder sind heute viel älter, als wir damals waren. Unsere Herren Professoren waren damals, ich habe das nachgerechnet, Herr Professor Antolz war damals 54 Jahre, Herr Professor Noll war 44 Jahre. Aus dieser Zeit stammt das, ist also fast 40 Jahre her. Und ich wollte, bevor wir das jetzt anfangen, kurz was zu diesem Jahr sagen, um das in Erinnerung zurückzurufen. Ich will jetzt die schmückende Rosa beiseite lassen. Ich mache das mit Spiegelstrichen, wie man das heute macht. So, ne? Aber es hört sich nicht gut an mit so einem Spiegelstrich. Ich mache es lieber mit Pömpeln. Sie kennen diese schwarzen Punkte, wenn man was aufzählt. Immer, wenn ein neues Ereignis kommt, mache ich so, ne? Also, 1971. In den Kinos lief der Streifen Love Story, der ein Millionenpublikum zum Weinen brachte. In der Schweiz wurde das aktive und passive Frauenwahlrecht eingeführt. Igor Strawinski starb im Alter von 88 Jahren in New York. Bundeskanzler Willy Brandt erhielt den Friedensnobelpreis. Louis Armstrong starb im Alter von 68 Jahren in New York. Auf allen Radio- und Fernsehkanälen konnte man noch immer den Song of Joy hören, eine Popfassung des Schlusssatzes der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Im Frühjahr trafen sich eines Abends die Bonner Musikstudenten Edgar Zenz und Karl-Josef Freischen in einer Küsterwohnung auf dem Venusberg, die Herrn Freischen als Domizil diente. Dort nahmen sie das ein und andere Getränk zu sich. Gerüchte, dass es sich dabei um Milch gehandelt habe, entbehren jeder Grundlage. Die beiden Kommilitonen befanden sich alsbald in einer regen geistigen Auseinandersetzung mit dem im Jahr zuvor erschienenen Buch Unterricht in Musik von Hans Antolz. Glücklicherweise brachten sie das Ergebnis ihrer Überlegungen aufs Notenpapier. Und dieses Ergebnis liegt noch vor. Das so entstandene Lied wurde bei einer Seminarfete gegen Ende des Sommersemesters 1971 im Entenicher Hof uraufgeführt und etwas später aufgezeichnet. Die Aufnahme existiert immer noch und ist als CD verfügbar. Wir wollen nun dieses musikalische Ereignis des Jahres 1971 wieder aufleben lassen. Es wird mit der Dichter-Komponist Edgar Zenz am Klavier. Der Dichterkomponist Karl-Josef Freischem als Sänger und Darsteller. Ja, Lichtenthal Gesang. Leonore Thiesen, Gesang. Hans-Peter Doppelstein, Frau Trabas. Ja, und Christa Doppelstein, die ich damals kennengelernt habe, auch Gesang. Vier Personen haben an dieser Aufführung damals teilgenommen. Also Herr Zenz, Herr Freischem, Frau Lindenthal und ich. Die anderen haben wir heute dazu gebucht. Solche Leute, ist denn das nicht wundervoll?
Holz sprach zum Doktor Null. Hier hilft nur noch Didaktol, denn das schmiert die Hörbarrieren. Wie, das will ich jetzt erklären. Oh, hi! Quid sit musica?